Mit dem Tronxi Mor 1 habe ich einen ersten 3D-Drucker für Ton und ähnliche keramische Materialien erhalten. Diese Materialien können mit dem Gerät im Vergleich zum klassischen Töpfern oder Modellieren auf ganz neue Art geformt werden. Selbstverständlich können mit dem Drucker nur Rohlinge hergestellt werden, die in einem nachfolgenden Prozess noch gebrannt werden müssen, um gebrauchsfertige Keramiken zu erhalten. Der Mor 1 ist ein recht kompaktes Gerät, das wenig Platz auf der Werkbank beansprucht und nach Gebrauch schnell wieder beiseite geräumt werden kann. Im Lieferumfang enthalten sind die Werkzeuge zur Montage sowie Zubehör und Ersatzteile. Bilder des kompletten Packungsinhaltes in hoher Auflösung gibt's wie immer auf den Seiten von How Open Is This Gadget? Geliefert wird der Mor 1 weitgehend montiert. Lediglich der Mechanismus zur Materialzufuhr muss aus wenigen Teilen zusammengesetzt werden. Der Extruder muss an der X-Achse befestigt werden. Und ein paar Kabel müssen eingesteckt werden. Geführt werden die Achsen über Stahlrollen längs von Rundstäben aus Stahl. Der Antrieb der X- und Y-Achse erfolgt über Zahnriemen, deren Spannung durch Verschieben des Motors der Y-Achse bzw. der Umlenkrolle an der X-Achse eingestellt werden kann. Der Antrieb der Z-Achse erfolgt über eine Spindel. Ist alles korrekt eingestellt, so läuft die Mechanik schön geschmeidig. Der maximale Arbeitsbereich beträgt 18 x 18 x 18 cm. Die Hauptplatine befindet sich im Sockel des Druckers. Die Schrittmotortreiber sind fest auf der Platine verlötet. Insgesamt 5 Stück werden benötigt, je einer für die 3 Achsen und die beiden weiteren für den Materialvorschub sowie den Extruder. Der Mikrocontroller ist vom Typ STM32. Nach dem Einschalten erscheint das Hauptmenü auf dem gut ansprechenden Touchscreen. Die erste Maßnahme zur Druckvorbereitung besteht im Leveln des Druckbetts, was halbautomatisch erfolgt. Über den Touchscreen kann der Druckkopf zu den Eckpunkten des Druckbetts gefahren werden. Dann müssen die Schrauben so verstellt werden, dass eine Lücke von 0,3 bis 0,5 mm zwischen Druckbett und Düse verbleibt. Unglücklicherweise liegt dem Drucker kein Plättchen mit einer derartigen Materialstärke bei, ich verwende daher kurzerhand den Spatel, der sich allerdings als etwas zu dick erwiesen hat. Die Schrauben werden verstellt, bis dieser leicht klemmend zwischen Druckbett und Düse passt. Der nächste Schritt besteht im Befüllen des Vorratsbehälters mit Ton. Dem Drucker liegen 2 Klumpen Ton zu je 1 Kilogramm bei. Dieser muss die richtige Konsistenz haben, darf also keinesfalls zu trocken sein und muss möglichst ohne Luftblasen in den Vorratsbehälter eingebracht werden. Allzu große Luftblasen im System ruinieren den Druck. Eine zu zähe Tonmasse kann der Druckkopf nicht aus der Düse pressen. Das mitgelieferte Material war noch nicht geschmeidig genug und ich habe daher etwas Wasser untergemischt. Luftblasen können durch Aufstoßen des Behälters ausgetrieben werden. Beim Befüllen des Vorratsbehälters habe ich auch diesen immer wieder aufgestoßen, um die Luftblasen herauszubringen,
Die Öffnung unten habe ich dabei mit einem Stück Folie verschlossen. Den Vorratsbehälter nicht zu kräftig aufstoßen, sonst nimmt dieser Schaden. Ein Tuch unterzulegen ist von Vorteil. Die Extrusion erfolgt in zwei Teilen. Der große Extrudermotor presst das Material mit Hilfe eines Stempels aus dem Vorratsbehälter über einen transparenten Schlauch in Richtung Druckkopf. In dem Druckkopf befindet sich eine Schnecke, die das Material schließlich aus der Düse presst. Ist der Drucker mit Material befüllt, so kann der erste Auftrag schon gestartet werden. Druckdaten werden in Form von G-Code-Dateien verarbeitet, die mit jedem Slicing-Programm für Filamentdrucker aus CAD-Dateien generiert werden können. Die Dateien können per MicroSD-Karte, USB-Stick oder per USB-Schnittstelle zum Drucker übertragen werden. Der erste Druckversuch hat sich als Fehlschlag herausgestellt. Dennoch habe ich den Auftrag nicht sofort abgebrochen, sondern ein wenig mit den Parametern experimentiert. Nachdem ich die Extrusionsrate auf 200% gestellt hatte, wurden zumindest einige Lagen wieder besser gedruckt. Der Vorteil beim Drucken mit Tonmasse liegt darin, dass Fehldrucke einfach recycelt werden können. Also zurück in den Bottich mit der missglückten Vase. Beim zweiten Anlauf wurde von vornherein mit der 200%igen Extrusionsrate gearbeitet. Nun verläuft der Druck problemlos. Wie bei jedem 3D-Druck müssen auch beim Arbeiten mit Ton die Parameter stimmen. Die hier zu sehende Vase befindet sich als G-Code-Datei auf der mitgelieferten SD-Karte. Gedruckt wird im sogenannten Vasenmodus, die Wand des Gefäßes wird als Spirale abgearbeitet. Die Schichthöhe ist auf 0,5 mm gestellt, die Wandstärke auf 1,5 mm. Der Druck ist nach etwa 17 Minuten fertig. Angespornt von dem besseren Ergebnis mit der etwas dünnflüssigeren Tonmasse habe ich beim nächsten Anlauf noch etwas mehr Wasser untergemischt. Das hat sich aber als schlechte Idee herausgestellt. Der Ton ist zu dünnflüssig, womit der Druck unter seiner eigenen Masse kollabiert ist. Für die nächste Füllung habe ich daher wieder weniger Wasser untergemischt. Damit werden die weiteren Testdrucke der SD-Karte abgearbeitet. In Sachen Extrusionsrate und Druckgeschwindigkeit müssen für jede Konsistenz der Tonmasse optimale Werte gefunden werden. Diese Vase drucke ich mit einer Geschwindigkeit von 80% und einer Extrusionsrate von nur 40% der Werte der G-Code-Datei auf der SD-Karte. Auf dem Druckbett liegt hier ein Stück einer Overhead-Folie, was keine gute Idee war, da damit am Gefäßboden Spannungsrisse beim Trocknen entstehen. Stimmt die Konsistenz der Tonmasse, so druckt der Moor 1 Objekte, die mit klassischer Herstellungsweise nicht machbar wären. Zwar sind die Schichten, aus denen der Druck aufgebaut ist, klar zu erkennen, aber mitunter macht gerade das den Reiz eines Objekts aus, wie bei der hier zu sehenden Vase. Die Druckgeschwindigkeit ist hier auf 80%, die Extrusionsrate auf 55% gesetzt.
Bei Objekten mit starken Überhängen kann ein ganz langsamer Druck helfen, die unterliegenden Schichten ausreichend härten zu lassen, sodass der Druck nicht unter dem eigenen Gewicht in sich zusammenfällt. Auch beim langsamen Drucken extrudiert der Mur 1 die Tonmasse schön gleichförmig. Und zum Saubermachen nach vollbrachter Arbeit ist eine mit Wasser gefüllte 50ml Spritze ein gutes Werkzeug, diese ist leider bislang nicht im Lieferumfang enthalten. Damit lässt sich der Ton aus dem transparenten Schlauch und auch aus dem Extruder pressen, dabei muss die Düse allerdings abgeschraubt sein. Ist die Düse zumindest grob gereinigt und wieder angeschraubt, kann der Extruder mit der Spritze schließlich komplett gespült werden. Der Mur 1 von Tronxi ist ein kompakter, preiswerter Keramikdrucker, der sich gut für den Einstieg in die Welt des maschinengesteuerten Töpferns eignet. Es gibt wohl kaum ein umweltfreundlicheres und besser recycelbares Material für den 3D-Druck als Ton, somit kann man ohne schlechtes Gewissen drauf los experimentieren. Weitere Infos, viele Fotos in hoher Auflösung vom Gerät und den damit angefertigten Beispieldrucken gibt's wie immer auf den Seiten von How Open Is This Gadget? Klickt mal rein! Somit könnt ihr euch ein besseres Bild von den Möglichkeiten machen, die der Mur 1 bietet. In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!